Der Serhat hat eine weitere Frage gesehen. Und er sagt, gibt es auch Schnuppergänge, wo man reinschauen kann und eventuell mitmachen kann? Kann man da mal bei euch vorbeikommen? Kann man etwas machen? Auf jeden Fall. Das wäre zum Beispiel an der Nacht der Technik. Genau, das können das wir ist, das ist genau so ein Anlass, wo man mal reinschauen kann. Nicht nur Klassenzimmer anschauen, weil die sind relativ langweilig, sondern auch Labor. Ja. Man kann Simulatoren bedienen und so weiter. Also das wäre eigentlich genau so ein Anlass. Ja, voilà, in dem Fall musst du nachher dranbleiben, Serhat, weil bald gehen wir in die Werbung und dann können wir nachher noch darüber reden. Aber ich würde noch so wissen, wie ist jetzt das Fazit? Bist du zufrieden mit der Arbeit? Ich glaube, es gibt eine gute Note. Kann man da schon etwas einschätzen? Von der Not habe ich noch keine Ahnung. Also ich weiss, dass unsere Betreuer, unsere Dozenten auch ziemlich zufrieden sind mit unserer Arbeit. Und wir müssen sagen, wir sind eigentlich überglücklich. Wir haben sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand investiert und haben auch ein bisschen mehr gemacht, als das gefordert war. Auch aus persönlichem Interesse. Ja. Und weil wir es halt wirklich ein cooles Projekt gefunden haben. Und wir müssen sagen, wir sind also wirklich sehr gefreut. Wir hatten auch eine enorme Freude gehabt, wo wir sie in Betrieb genommen haben. Dann an der Frackkochen das erste Mal, wo sie gelaufen ist, wo wir die ersten Getränke verkaufen konnten. Das ist also, ja, es ist wirklich unbeschreiblich. Was waren jetzt aber die Herausforderungen? Weil das, ich habe ja eh keine Ahnung so in dem Sinn von dem Ganzen. Was war jetzt für dich so persönlich so das Schwierigste gewesen? Also das Schwierigste der ganzen Geschichte, technisch wirklich extrem anspruchsvoll oder etwas Neues ist, ist es eigentlich nichts. Wo dort hinein vorkommt. Aber die Kombination und der Umfang im Ganzen ist so ein bisschen die Herausforderung, dass wir sehr, sehr viele einzelne kleine Probleme hatten, die wir haben müssen lösen mussten, die zum Teil dann doch auch noch relativ viel Beachtung gebraucht haben und am Schluss mit einiges Aufwand müssen gelöst werden. Und da ist so ein bisschen das Ganze gewesen. Und auch, also ja, wir sind am Schluss ein bisschen, da darf man schon sagen, in den Zeiten clinch gekommen. Wir mussten am Schluss ein bisschen noch Gas geben, dass wir es fertig gebracht haben. Auch mit der Programmiererei, es ist alles ein bisschen länger gegangen, als wir gedacht haben. Aber es hat geklappt. Und ja, das sind eigentlich so ein bisschen die grössten Probleme gewesen. Sehr gut. Aber du wirst eben die Bachelorarbeit mit deinen Kollegen vorstellen an der Nacht der Technik. Und über die reden wir gerade. Aber zuerst gibt es die versprochene Werbung, meine Lieben. Darum dranbleiben, mitchatten auf choice.ch/live. Und dann sage ich bis gleich.